Hallo und willkommen zu einem weiteren kleinen Video und ich will euch heute nur mal zeigen, wieso ich hier die Blutmagie ausgewählt habe, was ich hier kurz dran geändert habe, wie die Rüstung funktioniert. Das seht ihr auch dann in den Part, der morgen rauskommen sollte, im zweiten von morgen. Und ich will euch noch hier dieses kleine Buch zeigen, und zwar dieses Warp-Buch. Das wird so gecraftet, einfach ein Buch mit einer Enderperle daneben. Dann brauchen wir noch hier Seiten, Papier und Enderperle daneben. Davon mache ich mir mal gerade ein paar. Ja, da ist auch schon voll. Naja, dann bleibt es da eben liegen. Und was man hier jetzt mit den Seiten machen kann, ich kann jetzt zum Beispiel, ach, ich ziehe mal schnell die Rüstung an, dann seht ihr auch, wieso ich diese schön finde. Ich kann jetzt hier mit der Seite Rechtsklick machen, ME-System eingeben. Jetzt ist die Unbound Warp Page zu einer Bound Warp Page geworden. Jetzt Shift und Rechtsklicken mit diesem Warp Buch. Kann das hier reinlegen. Mit Rechtsklicken mein Warp Buch aufmachen. Geht's zum Altar. Und das ist, finde ich, richtig schön. Da passen auch richtig viele Wegpunkte rein. Müsste, soweit ich weiß, auch mit dem Nether funktionieren. Das probieren wir dann später mal. Und wieso ist jetzt hier ein Creeper? Und ja, ich habe hier Mob-Looting ausgemacht, Mob-Griefing, weil das hier ja eigentlich nur zum Zeigen ist, diese Welt. Jo, okay, hier habe ich geändert, dass dies hier jetzt Runes of Sacrifice ist, anstatt den normalen. Normalerweise ist ja hier Blood Rune drinnen und jetzt ist Rune of Sacrifice. Die werden so gecraftet, wie man an die Einzelteile kommt, habe ich ja auch schon gezeigt. Die sorgen dafür, dass hier mehr Blut ankommt. Jo, und jetzt gehen wir mal kurz in den Nether. Dafür haben wir hier eine Flight Potion und unseren Cleaver. Und können uns hier drinnen mal eine Seite beschreiben. Jo, damit ich hier wieder zurückfinde. Entweder wollte ihr nicht weiterschreiben oder das war einfach die... Ja, ich schätze mal, das war die maximale Anzahl von Buchstaben. So, Flight Potion. Oh, kriegen wir keinen Schaden. Hier können wir uns auch mal ein bisschen unterstellen. Und ja, die habe ich gesucht, nämlich die Netherfestung. Suchen wir uns ein schönes zentrales Plätzchen. Da unten rein. Oh, da ist ein Blaze Spawner. Können wir uns hier auch mal... Und aus irgendeinem Grund hat sich jetzt gerade mein Minecraft kurz beendet gehabt. Naja, es gibt Schlimmeres. Hier auf jeden Fall. Ja, weiter geht's nicht. So, und jetzt können wir uns hier einfach wieder zum Altar zurückwarpen.
Und jetzt hat sich schon wieder aufgehängt. Also das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen. Weltübergreifend. Ich würd's lieber lassen, weltübergreifend. Aber zum Portal müsst's ohne Schwierigkeiten funktionieren, wenn wir uns dahin teleportieren. Jo, also bleibt es jetzt erstmal kurz schwarz und ciao.